Hallo YouTube, hallo Leute. Ich freue mich mega, dass ihr da seid und euch echt meinen ersten Vlog reinzieht. Hätte ich nicht gedacht, dass ich wirklich irgendwann mal anfange, YouTube zu machen. Aber ich habe so Bock drauf, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt einfach und nehme euch mal auf meiner Reise mit. Ja, was kann ich erzählen? Ich heiße Alex, bin 33 Jahre alt, komme aus Reutlingen und liebe Autos. Das ist auch der Grund, warum ich tatsächlich YouTube machen möchte. Ich möchte euch gern mitnehmen und euch alles zeigen, was ich mit Autos zu tun habe, mein Lifestyle und was so eigentlich bei mir abgeht. Ich glaube, das ist auch wirklich viel. Wir werden auf jeden Fall viel Spaß miteinander haben. Ja, ich habe hier in Reutlingen meine Schule beendet, habe dann in Stuttgart studiert und lebe so gefühlt mein Leben lang hier. Geboren bin ich in Rumänien und bin als kleines Baby hergekommen. Muttersprache tatsächlich für mich auf jeden Fall Deutsch, spreche aber auch recht gut Englisch oder liegt immer im Auge des Betrachters. Ja, ich werde auf jeden Fall probieren, diese Vlogs so natürlich wie möglich rüberzubringen. Deswegen bitte entschuldigt auch, wenn ich jetzt am Anfang noch so viele Dinge drin habe, wie zum Beispiel das und oder die Videos nicht krass geschnitten sind, weil ich sie tatsächlich selber schneiden werde. Aber ich denke mal, dass natürliche Vlogs oder natürliche Videos auch ganz geil sein können. Erst recht, wenn sie eine coole Story haben oder coole Inhalte. Dafür werde ich auf jeden Fall sorgen, denn ich habe tatsächlich die Möglichkeit, meistens an richtig, richtig geile Autos zu kommen. Werde euch auch gleich noch ein bisschen was in der Halle zeigen und möchte auch gerne den ein oder anderen vorstellen oder den ein oder anderen Gast mit im Vlog haben, die ich so kenne. Ich denke, da können wir auf jeden Fall richtig, richtig viel machen. Es ist tatsächlich, ich glaube, schon die 85. millionste Aufnahme, die ich jetzt mache. Also, wie gesagt, für mich auch Neuland, aber ich probiere das so ehrlich und so natürlich so rüberzubringen, wie es geht. Ja, wir befinden uns gerade in meinem Clubhaus in Reutlingen, wo auch das ein oder andere Auto steht. Ich würde euch einmal kurz ein bisschen zeigen, worauf ihr euch so einlassen könnt, wenn ihr euch die Vlogs von mir reinzieht. Zum Beispiel haben wir hier einen 992 Sport Classic. Das ist tatsächlich auch die Nummer 13 von 1250. Da habe ich auch richtig Bock, mal was drüber zu drehen und euch das Auto ein bisschen mehr zu zeigen. Warte mal, hier ein bisschen durch den Busch. So, ist eine richtig geile Karre. Was ich tatsächlich richtig heftig finde, habe ich bis jetzt noch nie gesehen. Das Ding hat eine 7-Gang-Schaltung, lol. Ich denke mal, der 7. Gang ist tatsächlich der Overdrive, also damit man nicht so viel Sprit verbraucht. Wobei bei der Karre, ganz ehrlich, wen juckt da der Spritverbrauch? Dann haben wir gerade ein Auto vom Kumpel da stehen, sein M4. Ist auch recht bekannt, der Liviu. Ja, das Auto steht hier, weil er es tatsächlich verkaufen möchte. Und vielleicht kriege ich noch die Chance, darüber auch ein bisschen was zu drehen. Ist auf jeden Fall auch richtig, richtig krass, was da alles dahinter ist. Und ich sage euch, ich habe in meinem Leben noch nie so ein lautes Auto gehört wie dieses Ding. Ich werde ihn bestimmt auch mal starten für euch. Das kriege ich hin. Dann haben wir hier noch eine Corvette C8. Die habe ich auch tatsächlich da zum Verkauf. Auch richtig, richtig schöne Ausstattung. Also eigentlich so voll ausgestattet, was geht. Werde ich bestimmt auch noch mal dazu kommen, ein bisschen was darüber zu erzählen. Ist auch richtig, richtig, richtig geil. Und macht auch mega Laune zu fahren. Da werde ich bestimmt auch noch was dazu erzählen. Ja, und dann bis zum Schluss das Auto, was mich auf Instagram bekannt gemacht hat. Die Supra. Wer sie noch nicht kennt, ist eine Toyota Supra, Baujahr 94. Oh mein Gott! Habe sie komplett umgebaut. Das bedeutet, ich habe das ganze Auto auseinandergenommen und neu aufgebaut mit meinem Dad zusammen. Der hat mir da sehr viel geholfen. Oder besser gesagt, der hat mir sehr, sehr viel dabei geholfen. Ich will darüber tatsächlich auch gleich meinen nächsten Vlog machen, weil ich euch das Auto viel, viel, viel näher bringen möchte
und auch mal über seine ganzen Wehwehchen reden will und was an dem Auto eigentlich nicht so perfekt ist und was noch alles gemacht werden muss. Kurz dazu, verbaut ist KW V3, dann haben wir hier die Folk Racing TE37, das wahres Redox Body Kit aus Carbon, wie man sieht, viel Carbonara. Innen haben wir alles in Alcantara beziehen lassen. Ich weiß jetzt nicht, wie hell das ist, aber vielleicht sieht man was. Dreckig ist es auf jeden Fall, müsste mal geputzt werden. Dann handelt es sich hierbei um das Targa-Modell. Das bedeutet, ich kann das Dach wegnehmen und dann haben wir ein halbes Cabrio. Da ist auf jeden Fall die K-Sports Bremsanlage verbaut. Also eine riesen Bremsanlage, ich glaube, das ist eine 380er. Reicht auf jeden Fall für das, was ich noch vorhab, aber dazu dann im nächsten Vlog mehr. Und ja, dieses Auto ist eigentlich das Auto, was ich am meisten gepostet habe auf Instagram. Und viele, viele kennen es tatsächlich schon. Falls nicht, hier seht ihr es. Eine Toyota Supra. Dann hier im Clubhaus können wir auf jeden Fall auch noch einiges zusammen drehen und machen. Ich habe hier zum Beispiel eine coole Bar, wo wir mal jemanden einladen können, was trinken und ein bisschen schwätzen. Wow. Oder vielleicht fahren wir auch mal gegeneinander ein Rennen, wenn ich hier mal ein paar Leute einlade an den Rennsimulatoren. Wow. Dann haben wir hier drin noch die Möglichkeit, ein bisschen an der Playsi rumzuspielen. Wow. Wir haben hier noch eine PS5 und einen großen 85 Zoll Fernseher im Clubhaus. Wow. Und noch mehr Felgen. Wow. Und einen Billardtisch. Wow. Ja, also ich denke, diese Männerhöhle hier ist der perfekte Ort dafür, um coole Vlogs zu drehen. Wow. Wo ich euch dann auch viel zeigen kann. Natürlich werde ich euch auch noch überall mitnehmen, wo ich hingehe. Wir kriegen in der nächsten Zeit richtig geile Autos rein. Wow. Und ich denke mal, dass das allein schon ausreicht, um richtig cooles Zeugs zu machen. Woo! Wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, dann folgt mir gerne. Ich probiere jede Woche einen neuen Vlog rauszubringen. Habt ihr irgendwelche Anregungen oder wollt irgendwas Spezielles sehen oder wenn ihr mich schon kennt, irgendwas Spezielles wissen, schreibt in die Kommentare. Ich probiere natürlich alles zu beantworten und irgendwie auch umzusetzen. Ich habe auf jeden Fall mega, mega, mega Bock drauf. Und wenn es bei euch genauso ist, dann lasst doch einfach ein Abo da und lasst in der nächsten Zeit richtig abgehen. Ich hab Bock. Ich danke euch und wünsche euch noch auf jeden Fall einen schönen, coolen Tag. Bis dann. Ciao.